Es ist so etwas wie der kleine Klassiko in Brandenburg-Luckenwalde gegen Babelsberg. Und die Luckenwalder konnten noch nie ein Heimspiel gegen die 03er gewinnen. Die Gastgeber in Gelb und Blau mit einem sehr fragwürdigen Auftritt bei der 0:4-Klatsche unter der Woche in Halberstadt. Sie waren auch um Wiedergutmachung bemüht. Plumpe für Luckenwalde. Sie waren aggressiver, aktiver, mit mehr Spielwitz unterwegs. Becker hier gegen Rausch. 7. Minute, Vierling auf Koplin und der im 1 gegen 1 gegen Wegner zieht nochmal auf, immer noch Clemens Koplin mit der Flanke direkt auf den Kopf von Till Plumpe, 1-0 Luckenwalde. Die Führung, die Folge einer starken Anfangsphase des FSV Babelsberg fand überhaupt nicht statt und Plumpe mit dem Kopf erst sein zweites Saisontor, das erste am dritten Spieltag gegen Chemie Leipzig erzielt, keine Chance für Klatte gegen die Laufrichtung. Die Gegensätze in einem Bild, Plumpes Jubel im Hintergrund, Kopfschütteln und vorne Babelsbergs Matthias Steinborn nicht gerade amüsiert. Beide Teams hatten ihre letzten beiden Spiele verloren, aber nur einer Mannschaft war anzumerken, dass sie etwas am Trend ändern möchte. Flat auf Gollnack. Winterneuzugang kam aus der zweiten Mannschaft vom 1. FC Magdeburg. Babelsberg so passiv, immer einen Schritt zu spät, schlechtes Abwehrverhalten von Bürger gegen Flath. Luckenwalde ließ es spielend leicht aussehen, Chance aufs 2:0, aber verpasst. Gästetrainer Markus Ziesche, geladen an der Seitenlinie. Sein Team holte nur einen Sieg aus den letzten 8 Spielen und brachte aus dem Spiel nichts zustande. Dann mal der Freistoß von Tazin Çakmak. Gute Position, guter linker Fuß, aber knapp drüber. Tazin Çakmak, 2 Treffer in den letzten 3 Spielen. Er noch einer der besten 0-3er in den letzten Wochen. 43. Minute, Achtung, Aufregerszene. Flat verlängert. Foul an Plumpe. Schiedsrichter Bringmann pfeift Freistoß. Aber Becker führt schnell aus auf Gollnack. Der ist frei vor Klatte und macht das 2:0. Die Luckenwalder feierten den Treffer, aber Riesenproteste bei Babelsberg. Kapitän Fran zeigt an, Schiri, du pfeifst doch nochmal die Szene. Das Foul unstrittig, auch gelbwürdig. Oben der Blick zum Schiri, der greift sich an die Brusttasche, pfeift. Die Babelsberger denken, ruhender Ball, Freistoß. Schiri Bringmann greift sich immer noch an die Brusttasche und sieht dann, das Spiel wird fortgesetzt durch Becker. Er kann die schnelle Spielfortsetzung ermöglichen und nach der Szene gelb für das Foul zuvor zeigen. Regeltechnisch okay, aber moralisch und situativ hier schwierig. Auch weil Becker den Freistoß nicht am Ort des Fouls ausführt. Zentimeterentscheidung danach beim Abseits. Ein vor allem aus Babelsberger Sicht sehr umstrittener Treffer. Gollnack danach lässig durch die Beine von Klatte und die ganze Aufregung abzulesen im Gesicht von Daniel Fran. Es war bis hierhin ein gebrauchter Tag für Babelsberg. Fran sah gelb, Hoffmann für das Foul zuvor natürlich auch noch nachträglich. Dann mal die Babelsberger, die direkte Antwort durch Daniel Fran zum ersten Mal. Schnell und direkt gespielt, feiner Ball von Çakmak und dann hat Luckenwaldes Keeper Nicolas Tix den Fuß rechtzeitig draußen. Immer noch nicht Pause. Der lange Ball nochmal von Hadel. Und dann Rausch gegen Gollnack. Und es gibt den Elfmeter. Hier keine zwei Meinungen. Der klare Kontakt von Rausch hinten an der Wade. Und dann die Reaktion von Gollnack, aufgepasst. Der Blick zum Schiri. Komm, gib ihn. Er gibt ihn. Christian Flath. 3 Elfer hatte er schon, 2 verwandelt, den dritten beim 0:4 unter der Woche in Halberstadt verschossen. Und jetzt ganz sicher. 3:0 Luckenwalde, erst zweimal haben sie ja überhaupt 3 Treffer in dieser Saison erzielt. Einmal tief durchpusten bei Christian Flath, das Selbstverständnis vom Punkt. Es ist wieder da, Klatte, klassisch verladen. Die Führung zur Pause für Luckenwalde hochverdient. Ein desolater Auftritt, im Prinzip eine Nichtleistung der Elf von Markus Ziesche und viel Hohn der Luckenwalder Fans in Richtung der Gästekurve. Und es ging bei den Gästen ähnlich schleppend weiter im zweiten Durchgang. Sie gingen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Ein Siedel auf Gollnack. Micha Braune konnte hochzufrieden sein mit der Reaktion auf
Das Halberstadt-Debakel. Babelsberg brachte zur Pause Rudolf Ndualu. Da ist er. Der brachte mal Tempo ins Spiel auf Emir Can Gentel an den Pfosten. Enge Ballführung von Ndualu. Das Abspiel im richtigen Moment. Und dann kam zu viel Unvermögen an diesem Tag. Auch noch Pech bei den 03ern hinzu. Aber sie zeigten mehr Körpersprache, trotzdem immer noch sehr viele Fehler. Rausch direkt in die Füße von Rankic, der leitet den Konter ein. Über Becker, über Plumpe. 3-gegen-3 Situation, da ist wieder Rankic mit vorn, Hoffmann. Aber direkt vor die Füße von Becker. Nächste gute Chance für die Luckenwalder. Aber Rankic, der will den irgendwie querlegen und dann ist die Doppelrettung da von Markus Hoffmann, die Festung vor der Torlinie. Wieder Babelsberg, wieder mit Rudolf Ndualu. Sehr guter Auftritt. Nach seiner Einwechslung noch leicht abgefälscht. Und dann ist Nicolas Tix da. Ndualu wieder mit viel Tempo in die Mitte. Sie hatten so ihre Probleme, die Luckenwalder. Ansonsten verteidigten sie viel weg. Hadel machte ein starkes Spiel und wirft sich hier noch rechtzeitig rein. Dann wieder Luckenwalde, der lange Ball auf Gollnack, den suchten sie immer wieder, Gollnack, Latte. Und jetzt wurde es knifflig, der Ball nicht mit vollem Umfang über der Linie hier gut zu erkennen. Fast der Doppelpack für Simon Gollnack, der sehr umtriebig war, ein starkes Spiel machte, auch wegen solcher Aktionen hier. 85. Minute. Nochmal Babelsberg mit dem langen Schlag. Fran verlängert und dann Gentel abgefälscht und drin. Immerhin ein Treffer für die Gäste. Fran, dieses Mal der Sieger gegen Hadel. Francisco will klären und dann kriegt Dahlke den mit vollem Tempo gegen den Kopf und Tix ohne Chance. Immer noch nicht Schluss in Luckenwalde. Sie hatten viel Platz. Becker auf Gollnack. Der wollte unbedingt das zweite, aber es wurde nichts. Und trotzdem ein klarer und verdienter Sieg für Luckenwalde gegen Babelsberg. Also ich lasse auf den Charakter dieser Mannschaft nichts kommen. Ich weiß, dass der top ist. Irgendwie musste man hier ein paar Sachen vernehmen nach dem 4-0 in Halberstadt. Ich glaube, jedem Luckenwalder muss bewusst sein, dass für uns ein Sieg hier keine Alltäglichkeit ist oder keine Normalität. Wir müssen immer 100% bringen, dann sind wir in der Lage, auch jeden zu schlagen. Das haben wir am Mittwoch nicht geschafft. Dafür gibt es vielleicht auch Gründe. Von daher bin ich zufrieden, dass die Mannschaft heute eine Reaktion gezeigt hat. War das schlechteste Spiel unter Ihrer Leitung? Also die erste Halbzeit auf jeden Fall. Also wie wir da rumgerannt sind. Also man kann dann auch am Ende als Trainer, wir bereiten unsere Jungs immer gut vor auf die nächste Mannschaft, die da kommt. Und es war ja im Hinspiel schon so, dass Luckenwalde oder generell Luckenwalde ein sehr gutes Spiel nach vorne hat, auch immer aggressiv ist und ist auch im Brandenburg-Derby. Und dafür waren wir in der ersten Halbzeit irgendwie gar nicht mental bereit für. Und das hat man dann auch am Ergebnis gesehen. Der pfeift laut und deutlich und dann war für uns klar, okay, findet ein Freistoß statt. Ob Becker denn den Ball mit der Hand hinlegt und ganz schnell spielt, ich glaube, da gehört eine Menge Fingerspitzengefühl dazu. Hatte der Schiedsrichter meiner Meinung nach vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz, lag nicht am Schiedsrichter, sondern an uns. Aber war schon eine spielentscheidende Situation. Ein dickes Grinsen bei Micha Braune, denn Luckenwalde holt jetzt den ersten Heimsieg gegen Babelsberg. Die 03er müssen den Blick langsam nach unten, anstatt nach oben in der Tabelle richten.